Als Lesung hören wir Heilung des Sohnes eines königlichen Dieners aus dem vollkommenen Evangelium nach Johannes. Nach den 2 Tagen zog er von dort nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte jedoch, dass ein Prophet in seinem eigenen Heimatland keine Ehre hat. Als er daher in Galiläa angekommen war, nahmen die Gallier auf, weil sie alle Dinge gesehen hatten, die er in Jerusalem beim Fest getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gegangen. So kam er dann wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Und da war ein Diener des Königs, dessen Sohn in Kapernaum krank war. Als dieser hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und begann ihn zu bitten, doch herabzukommen und seinen Sohn gesund zu machen, denn er lag im Sterben. Doch Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr keinesfalls glauben. Der Diener des Königs sagte zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein kleines Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach. Dies wird so sein, wenn du es sagst. Und er ging heim. Doch schon als er hinabging, kamen ihm seine Sklaven entgegen und sagten, dass sein Knabe lebe. Daher erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in der sich sein Befinden gebessert hatte. Demnach sagten sie zu ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Daher erkannte der Vater, dass es in derselben Stunde gewesen war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er wurde mit seinem ganzen Hause gläubig. Wir hörten, dass Jesus ein Kind heilte. Nun sind wir heute hier im Wald zum Gottesdienst mit Krankensalbung zusammengekommen. Was bedeutet denn der Wald für uns und unser Heil? Im Internet fand ich etwas Passendes. Heilsames Waldklima, grün, beruhigt die Nerven. Auch das Waldklima wirkt positiv auf den Organismus. Denn im Wald entwickelt sich ein ganz eigenes Klima. Das Waldinnenklima. Gegenüber dem Klima in der freien Landschaft ist es im Wald kühler. Das Kronendach schützt vor Sonneneinstrahlung. Auch die Verdunstung der Bäume kühlt und sorgt für eine hohe Luftfeuchtigkeit. So verdunsten die Blätter einer großen Eiche pro Sommertag etwa 200 Liter Wasser. Außerdem bremsen die Bäume den Wind und filtern Staub und Schadstoffe aus der Luft. Wälder sind nicht nur einer der wichtigsten Sauerstoffproduzenten der Erde. Neben Sauerstoff geben die Bäume auch ätherische Öle und Duftstoffe ab. Dabei handelt es sich um sogenannte Phytoside, mit denen sie sich gegen Baumkrankheiten und Schaderreger schützen. Diese Pflanzenwirkstoffe wirken bei uns Menschen ausgleichend und gesundheitsfördernd. In der Naturheilkunde und auch im biologisch-dynamischen Landbau werden sie systematisch eingesetzt. Seit langem wird die gesundheitsfördernde Wirkung der sauberen Waldluft auch medizinisch genutzt, zum Beispiel für Kuren. Der Spaziergang im Wald kommt daher nicht aus der Mode. In der Farbpsychologie steht das sommerliche Grün der Blätter für Harmonie. Grün gilt als Symbolfarbe des Lebens. Es soll die Nerven beruhigen, den Blutdruck regulieren, das Immunsystem stärken und dabei helfen, Stress und psychische Belastungen abzubauen. Eine Heilung geht immer eine Krankheit voraus. Warum werden wir krank? Was passiert in uns, in unserem Körper und warum? Dabei unterscheiden wir psychisch bedingte als auch physisch bedingte Krankheiten. Im Winter bekommt man zum Beispiel einen Schnupfen oder eine Erkältung, weil man sich bei jemand anderem über Bakterien oder einen Virus angesteckt hat. Doch werden immer alle Menschen gleichzeitig krank? Ein Teil ja, ein Teil nein. Woran liegt das? Zum einen liegt es an unserem Immunsystem. Wodurch hat man ein starkes oder schwaches?
Eine Grundlage dafür sind die Vitamine und Mineralstoffe und die in ausreichender Menge. Normalerweise nehmen wir diese durch unsere Nahrung auf. Reicht unsere Nahrung denn heute noch dafür aus? Oder müssen wir ihm schon diese Stoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zuführen? Mit unserer Nahrungskette sind wir mittlerweile meist unterversorgt. Dadurch, dass das Gemüse und Obst heutzutage nicht mehr in der Sonne heranreifen kann, da es auf dem Transport aus dem In- und Ausland sonst verderben würde, können sich die Vitamine und Mineralstoffe dabei nicht mehr in vollem Maße bilden. Teils wird das Obst und Gemüse sogar durch künstliches Licht und Wärme gezüchtet. Dies ist aber mit der Sonne nicht gleichzusetzen, denn durch die Sonne bilden sich ganz andere Stoffe in der Nahrung. Um keinen Mangel zu erleiden, muss man sich aus einem großen Angebot von Vitaminen und Mineralstoffen, die wiederum auch zum Teil künstlich hergestellt werden, zusätzlich versorgen. Aber auch beim Einkaufen kann man sehr gut beobachten, dass unsere Ernährung insgesamt immer mehr auf Fertiggerichte und Produkte zum schnellstmöglichen Verzehr ausgerichtet sind. Denn wer hat und nimmt sich noch die Zeit zum Kochen? Richtiges Kochen ist aus der Mode gekommen. Die Masse interessiert sich doch gar nicht mehr an einer gesunden Ernährung. Sonst gingen nicht so viele Menschen in die Fastfoodketten, um dort ihren Hunger zu stillen. Durch unsere einfache Ernährungsweise fehlen unserem Körper all die Stoffe, die er für seine Gesundheit benötigt. Was für Vitamine und lebensnotwendige Stoffe kann unser Körper zum Beispiel aus einer im Fett frittierten Pommes gewinnen? All die Fertigprodukte, denen Stoffe zur Haltbarkeit beigemischt werden, Trockenprodukte, die durch Hinzufügen von Wasser einen Kartoffelbrei, eine Suppe oder fertige Soße ergeben. Viele Stoffe werden in der Lebensmittelindustrie verarbeitet, von denen wir nicht wissen, ob sie für uns gut oder schlimmer noch, überhaupt gesund sind. Die Nachrichten häufigen sich immer mehr mit Hiobsbotschaften, in denen man liest, in diesem Produkt wurde festgestellt, dass es einen krebserregenden Stoff enthält. Bald weiß man doch gar nicht mehr, was man überhaupt noch kaufen oder gar essen soll. In allem findet man mittlerweile Stoffe, die uns schaden. Ironisch könnte man sagen, zur Freude der Pharmaindustrie. Denn kein anderer trägt den größeren Nutzen als die Industrie selbst. Aber wer ist heute noch bereit, ein komplettes Essen herzustellen? Tiefgefrorene Pommes sind schnell gekauft. Ob die aus Kartoffeln bestehen oder nicht, der Verbraucher kauft sie im guten Glauben oder zumindest aus Bequemlichkeit. Und selber machen, das dauert entweder zu lang oder man weiß heute nicht mehr, wie es überhaupt geht. Traurig, aber wahr. Der Verbraucher findet es im Allgemeinen hilfreich, wenn man immer weniger Zeit für die Vorbereitung des Mahls aufbringen muss. So gibt es Produkte, angefangen von fertig gekochten Kartoffeln und Gemüse, vom fertigen Teig bis hin zu einer fertig gekochten Mahlzeit zum Erwärmen. Unsere Zeit, die wir für andere Dinge im Leben nutzen wollen, ist uns dafür zu kostbar. Somit ist der Schwerpunkt vom guten Essen verlagert worden, mit der Konsequenz, dass wir unseren Körper nicht mehr richtig versorgen und immer anfälliger für Krankheiten geworden sind bzw. werden. Denn dafür sorgt auch die Industrie mit ihren fertigen Nahrungsmitteln, denen man Geschmacksverstärker und andere Stoffe hinzufügt, damit wir mehr essen als notwendig. Wen wundert es dann, dass wir in einer Zeit leben, in der so viele übergewichtige Menschen gibt wie nie zuvor? Letztendlich wirkt es wie eine Droge, die uns zum Essen abhängig macht. Ein Kreislauf beginnt, aus dem man oft nicht mehr herauskommt. Darüber nachzudenken steht uns gar nicht im Sinn. Aber dabei nimmt jede Krankheit mehr oder weniger Zeit in Anspruch, angefangen vom Weg zum Arzt, mit der verbundenen Wartezeit,
bis hin zu all den notwendigen Zusatzterminen und Behandlungen und von den Ausfallzeiten gar nicht zu sprechen. Zudem hört die körperliche Aktivität, damit meine ich die körperliche Beweglichkeit, mittlerweile schon in der frühen Kindheit auf. Durch Fernseher, Computer und andere technische Geräte und Spiele bewegen sich die Kinder so gut wie gar nicht mehr. Früher waren die Kinder den ganzen Tag draußen, spielten miteinander Fußball, schlugen Purzelbäume und Räder oder hüpften mit dem Gummitwist herum. Leider sieht man, dass die Kinder diese einfachen Übungen kaum mehr beherrschen und dabei immer unbeweglicher werden. Man fragt sich dann, wo soll das noch hinführen? Das erinnert mich an einen Zeichentrickfilm namens Wall-E. In diesem Film war die Erde komplett zugemüllt, sodass alle Menschen in ein Raumschiff gebracht wurden und dort über Jahre lebten. Dieses Raumschiff war super komfortabel ausgestattet. Man bekam das Essen serviert, man musste sich nicht bewegen und saß den ganzen Tag in einem bequemen Stuhl, der sich schwebend fortbewegte. Dies hatte jedoch zur Folge, dass man nicht mehr auf seinen eigenen Beinen stehen konnte, da man mangels Bewegung viel zu schwer und die Muskeln dafür dann zu schwach wurden. Wenn man sich die Entwicklung zu immer mehr Technik ansieht, die auch mit Sicherheit gut und sinnvoll ist, gilt es trotz alledem abzuwägen, inwieweit das für uns und unseren Körper zur Gesundheit dient. Letztendlich muss sich jeder selbst über seine Gesundheit Gedanken machen, denn wie heißt es so schön? Du bist, was du isst und auch sein möchtest. Außer der Ernährung und der Bewegung sind wir für Krankheiten anfällig, wenn wir psychisch labil oder geschwächt sind. Bei Kindern als auch Erwachsenen fährt sich bei zu viel Stress und Leistungsdruck das Immunsystem runter. Die Psyche gibt Zeichen, worauf wir zu achten haben und zeigt, was wir an unserem Lebensstil verändern müssen. Nur meistens wollen wir die Sprache nicht verstehen, verdrängen die Probleme und leben den gewohnten Stil weiter. Ja, wir denken erst gar nicht so weit, dass, wenn eine Krankheit schon sichtbar wird, wir ein psychisches Problem haben, geschweige denn, darüber nachzudenken und sein Leben zu verändern oder komplett umzukrempeln. Man versucht sich immer mit der Situation zu arrangieren. Nur, wenn wir uns die Entwicklung insgesamt betrachten, so viele Menschen mit Depressionen, Burnout, Suchtkrankheiten und, gab es früher nicht. Die psychischen Krankheiten nehmen immer mehr zu, sei es durch Geldsorgen, Arbeitsplatzmangel oder Ehe- und Partnerschaftsprobleme. Allem will man gerecht werden, am meisten sich selber. Probleme werden schöngeredet in dem Sinn, dass man keine hat. Die Familie von einst gibt es immer seltener. Die alleinerziehenden Väter und Mütter nehmen zu. Die Trennung aus dem Familienverbund ist sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen nicht leicht und hinterlässt dementsprechend seine Spuren. Hier beginnen oft schon die ersten Probleme. Nur die will keiner wahrhaben. Irgendwie wird es weitergehen. Es wird auch weitergehen, bis man durch eine Krankheit zum Einknicken gezwungen wird. Dabei ist die Gesundheit unser größtes Gut, was wir besitzen. Nur weiß man das leider oft nicht genug zu schätzen. So gehört zu einem gesunden Leben auch die Natur. Wir brauchen eine saubere Luft zum Atmen, reines, gesundes Wasser zum Trinken, gutes, gesundes Essen und eine gesunde Erde. Die Natur kann vieles selber regeln und sich selbst heilen. Dafür hat Gott gesorgt. Nur, was der Mensch an ihr kaputt macht, wird zu einem Problem. Leider ist es vielen Menschen nicht klar. Man achtet und schätzt die Natur und was sie uns alles gibt, leider zu wenig. Dabei brauchen wir sie, aber die Natur braucht uns nicht. Wenn wir in den Wald gehen, wirkt der Duft der Nadelhölzer auf unsere Sinne zum Heil. Die Ruhe des Waldes dient zum Entspannen und Loslassen und lässt uns den Alltagsstress und Sorgen vergessen. Weg von der Hektik.
die einem Tag ein und Tag aus in den Städten begegnen. Hier im Wald findet man noch einen gesunden und natürlichen Lebensrhythmus, den wir Menschen mittlerweile komplett verlernt haben. Die Natur gibt uns, was wir zum Leben brauchen. Gott hat bei seiner Schöpfung an alles gedacht und versorgt uns durch die Natur mit allem, was wir für ein gesundes Leben benötigen. Aus diesem Grund zelebrieren wir auch heute die Krankensalbung im Wald. Die Krankensalbung ist eine Bitte an Gott, vorgetragen durch den Heiligen Geist, selber über den Weg zur Heilung des Kranken zu entscheiden und wen er durch seinen Heiligen Geist dazu senden.